Ich finde es richtig krass zu sehen, momentan. Die einen Leute sind extrem für Corona-Massnahmen, die anderen sind total dagegen. Auch im Bundesrat ihnen wieder gestritten. Also, ich meine, gerade im Bundesrat, das sind ja nicht wirklich Freunde, die zusammensitzen. Das ist ja mehr so ein Zwangs-WG. Und wenn zwei Sporttippis, zwei Eigenverantwortliche, zwei Stammtischler, eine vom Kirchenverein, logisch haben die einen Streit. Und wir haben es ja alle gesehen, weil in den letzten paar Bundesratssitzungen ja wirklich Fetzen geflogen sind, haben sie einen Mediator in die Bundesratssitzung eingeladen. Und zwar einen, der wirklich weiss, wie sie in Krisenzeiten läuft, und zwar der Altbundesrat, der Moritz Leuenberger. Ja, herzlich willkommen hier zu dieser Mediation. Alain, erzähl, was ist das Problem? Oh, weißt du, Moritz, ich muss ehrlich sagen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht mit Uli Maurer und Guy Parmelin. No, sie weigern sich, vor die Sitzung die Hände zu waschen. Ja, also, das ist ja, also, na, Uli, stimmt das? Also, mit Abstand halten habe ich überhaupt kein Problem. Vor allem nicht zu der SP. Ja, aber das ewige Pfotenwaschen, du, ich sag dir, wir wachsen schon langsam Schwimmhäute. Guy, sag doch auch mal etwas zu diesen vielen Vorschriften. Warum? Ah, ja, ich bin Bundesrat, ich weiß nicht, welche Vorschrift? Das wegen dem Handwaschen. Ah, oui, oui, ja, pardon, ich wasche sofort, vielleicht. No, siehst du, es funktioniert nicht. Er hat vermutlich wieder zu viel Desinfektionsmittel getrunken. Aber er sollte es nicht trinken. Er muss es reiben. Oh, Alain, dir reibe ich jetzt aber auch gerade eins. Wegen dir haben wir schliesslich den ganzen Schlamassel, du linker Koronist. Also jetzt ruhig bleiben. Also können wir uns wenigstens darauf einigen, dass wir etwas gegen die Pandemie machen müssen? Aber sicher nichts, wo uns die ganze Wirtschaft abwürgt. Gell, Guy? Ich würde sehr gerne wieder einmal Wein trinken in der Wirtschaft, weil es wirkt etwas wegen das Desinfektionsmittel. No, siehst du, es funktioniert nicht. Oh, Guy, du musst wirklich aufpassen. Ich muss aufpassen. Als du im Frühling zusammen mit Daniel Koch die neuesten Zahlen von die Berge präsentiert hast, ich hatte immer Angst, dass ich das auch bekomme. Also nicht Corona, aber das Haarausfall. Also ich find's lustig. Also Uli, also das tönt jetzt also schon ein bisschen krank. Also ich glaube, du wärst gescheiter nicht zu dieser Mediation gekommen, sondern daheim geblieben. Also ob ich krank bin oder nicht, das geht der Staat gar nicht an. Gell, Guy? Oui, das unterliegt dem Schweizer Krankgeheimnis. Na, jetzt hört aber alles auf. Dann siehst du, es funktioniert nicht. Es ist wirklich... hier kommt Viola am Herd von das Militär. Viola, sag, wie können wir diese beiden Alten vor sich selbst schützen? Hier, ja, präzise. Das ist der höhere Gückeli-Münchi mit dem Coronavirus. Aber du, im Notfall, da kannst du immer noch mit der Armee reinfahren, all die alten unverantwortlichen Schrumpelgamsi und Chamichatina. Halt mich ab. Was hat sie gesagt? Sie will. Es tut mir leid, Moritz, wir haben sie auch noch nie verstanden. Ja, es tut mir also nicht die Einzige, die man da innen nicht versteht. Also nachher machen das doch allein, ich gehe heim. Der Moritz hat recht, wir gehen gescheiter alle heim. Wir sollen schließlich alle unnötigen Kontakte vermeiden. Gell, Guy? Alain, die Einigung unserer Mediation ist, es gibt keine neuen Soforthilfen von mir. Dafür als Bundespräsident, ich wasche ab sofort meine Hände in Unschuld. Ja, dann aber, gute Nacht.